Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von meinem Hypixel Skyblock Let's Play. Wie man hier unten im Chat sehen kann, läuft gerade das Jerry Event. Ich werde jetzt erstmal alle Geschenke einsammeln. Dafür gehe ich erst noch hier hoch zu Frosty und erledige die ersten zwei Schritte des Chicken Races. So, der erste Schritt ist schon mal erledigt. Hätte ich dieses eine Mal mittendrin nicht Probleme gehabt, dann hätte ich es geschafft. Ernsthaft. So, fertig. Jetzt habe ich den Giftkompass, der einem die Location von den Geschenken zeigt. So. Sehr gut versteckt.
Ernsthaft? Ist jetzt egal, das versuche ich einfach später nochmal. Das ist also hier auf dem Dach. Okay, jetzt wieder dieses Haus. Wie habe ich das übersehen? Warum klappt das jetzt nicht? Ist auch egal. 15 Geschenke reichen erstmal. Ich gebe die jetzt einfach an random Leute.
So, jetzt mache ich mir eine neue Spitzhacke mit Silk Touch. Dann mache ich es eben auf der privaten Insel. So. Moment, warum habe ich meinen Redstone Minion noch nicht platziert? Ach so, ja, stimmt, ich hatte ihn ja im Stream bekommen. Jetzt gehe ich hier ins Cherry Event ein wenig Eis abbauen. Ich werde dafür einen Cut machen. So, ich habe jetzt die Collection erreicht, die ich wollte. Eis Level 5. Ich werde jetzt erstmal kurz hier die ganzen Quests erledigen. Einfach damit die Bossbar und das Objective weg sind. So, ich muss nur noch die eine Zone finden, in der ich noch nicht war.
Ah, der High Level war's. Jetzt werde ich mir eine Angel kaufen, da ich erstmal noch Fisch Collection hochleveln muss. Ich brauche nämlich für die nächste Waffe, die ich mir hole, die Raider's Axe, einen Fishhead, den man bei, glaube ich, Fish Collection 1 entsperrt, und einen Magical Water Bucket. Den Magical Water Bucket hatte ich mit Fish Collection 5, mit Ice Collection 5 entsperrt. Ich werde jetzt kurz ins Spider-Stan gehen und genug angeln und danach setze ich die Aufnahme fort. So, ich habe jetzt alles geangelt, was ich brauche. Das hier ist der gesamte Loot, den ich vom Angeln bekommen habe. Oh, und einmal hatte ich noch 12.000 Coins bekommen, die ich direkt in die Bank gelegt habe. Ich werde jetzt noch versuchen, den Fishhead auf Weiß zu reforgen. Oder auf Smart. Ich denke mal, 2000 Coins sollten reichen. Ist zwar nur 25 Intelligenz, aber besser als nichts. Um die Raider's Axe zu bekommen, muss man auf die Spruce-Ebene. Man braucht dafür einen Magical Water Bucket, den ich mir vielleicht auch noch craften sollte. Außerdem braucht man einen Fishhead und zwei normale rohe Fische. Erster Schritt ist es, das Feuer auszumachen.
jemand anderes auch schon ein Teil mit Hilfe. Musste ich nicht hier hinten ran. Oh, mir ist gerade etwas aufgefallen. Ich habe nicht genug Coins da. Ich werde kurz ein wenig Weizen für Coins farmen und dann zurückkommen. So, ich habe jetzt genug gefarmt, um die Raider 6 für 130.000 Coins zu kaufen. Zwischendurch habe ich auch noch Skyblock Level 8 und Farming Level 10 entsperrt. Die Raider's Axe wird stärker, indem man Mobs damit killt und indem man Holz Collection hochlevelt. Wie man sieht, pro 500 Kills gibt es plus einen Damage und pro 500 Holz in den Collections gibt es plus einen Stärke. Wenn ich jetzt mal kurz an den Friedhof gehe und den Damage vergleiche, sollte man einen Unterschied sehen. Man muss aber auch bedenken, die Raider's Axe ist noch komplett unenchanted. Okay. 251 Damage mit einem Crit gegen 272 mit einem Crit. Aber man muss bedenken, diese Raider's Axe ist noch gar nicht hochgelevelt. Und auch noch komplett unenchanted. Hier würde ich diese Folge aber auch schon beenden. Tschüss.